Ja, wir nehmen mit aus diesem Kapitel, dass die Potenzmethode ein sehr attraktives Mittel ist, um die Eigenwerte und erstmal einen Eigenwert einer Matrix zu berechnen. Tatsächlich ist dieses Verfahren so attraktiv, dass es nicht so ist, wie wir vielleicht am Anfang dieses Kapitels mal gedacht haben, dass man das charakteristische Polynom nutzt, um die Eigenwerte einer Matrix auszurechnen, sondern es ist sogar umgekehrt. Wenn Sie die Nullstellen eines Polynoms ausrechnen sollen, dann ist es tatsächlich sehr attraktiv, eine Matrix zu konstruieren, die dieselben Eigenwerte hat, dann diese Nullstellen als Eigenwerte hat, die das charakteristische, die dieses vorgegebene Polynom als charakteristisches Polynom hat, Entschuldigung. Und dass man dann die Eigenwerte dieser Matrix ausrechnet. Leider haben wir bis jetzt ja immer nur einen Eigenwert einer Matrix ausrechnen können. Und die Frage ist natürlich, wie kriegt man die anderen? Leider geht das jetzt über den Umfang dieser Vorlesung hinaus. Das werde ich hier nicht machen. Aber zumindest so ein bisschen ein paar Ideen dazu möchte ich Ihnen doch nochmal vorstellen. Okay, und schauen wir uns an. Erstmal, wir haben noch gar keine Beispiele gerechnet und ich möchte Ihnen nicht nur die Beispiele zeigen, sondern auch ein paar Tricks, wie man vielleicht doch ein bisschen mehr bekommt als nur den betragsmaximalen Eigenwert. Okay, und ich betrachte die Matrizen selbst hier mal direkt in ihrer Diagonalform. Ja, das heißt also, dieses erste Beispiel, minus 3, 2, 1 soll heißen, wir haben eine Matrix, die diagonalisierbar ist und ja, mit den Eigenwerten minus 3, 2 und 1. Was würde in diesem Fall die Potenzmethode machen? Naja, also sie würde gegen den betragsmaximalen Eigenwert konvergieren und wir sehen, der betragsmaximale Eigenwert ist minus 3. Außerdem ist der nächste Eigenwert betragsmäßig getrennt. Das heißt also, 2 ist vom Betrag her kleiner als der Betrag von 3, Betrag von minus 3. Also haben wir wirklich auch eine schnelle Konvergenz gegen minus 3. Wunderbar. Dann nehmen wir an, wir haben eine Diagonalform, so wie sie hier steht. Das heißt also, die 3 kommt zweimal vor und dann gibt es noch die zusätzlichen Eigenwert 1. Was würden wir hier erwarten? Naja, auch hier können wir eine schnelle Konvergenz erwarten, denn die betragsmaximalen Eigenwerte sind gleich. Beide 3. Und zusätzlich, naja, es gibt hier tatsächlich ein volles folgendes Eigenvektorsystem. Das ist wieder diagonalisierbar. Wir haben nichts zu tun mit Jordan-Matrizen oder so. Das heißt also, wirklich, hier würden wir auch eine schnelle Konvergenz diesmal erwarten gegen den betragsmaximalen Eigenwert 3. Dann nehmen wir mal an, das Ganze ist nicht diagonalisierbar und wir haben so ein Jordan-Kästchen, 3, 1, 0, 3 hier oben stehen. Gut, dann haben wir gesehen, wenn das Jordan-Kästchen nicht verschwindet, also wenn wir ein echtes Jordan-Kästchen haben hier, dann haben wir langsame Konvergenz und natürlich aber immer noch gegen den betragsmaximalen Eigenwert 3. Denn, naja, alle Eigenwerte mit Betrag 3 sind tatsächlich gleich. Im Fall 3 minus 3, 1 hätten wir überhaupt keine Konvergenz. Warum? Naja, der Betrag des betragsmaximalen Eigenwerts ist 3 und es gibt aber die Eigenwerte 3 und minus 3, die hier vorkommen. Das heißt, es gibt betragsmaximale Eigenwerte, die unterschiedlich sind und dann haben wir gesagt, dann haben wir bei der Potenzmethode überhaupt keine Konvergenz. Die Frage ist, was machen wir denn in dem Fall? Können wir da noch irgendwas retten? Und eine ganz einfache Idee könnte zum Beispiel sein, naja, wir betrachten nicht diese Matrix 3 minus 3, 1, sondern wir addieren einfach nochmal die Einheitsmatrix drauf. Wenn wir das tun, dann verschieben sich die Eigenwerte um 1 nach oben. Das heißt, die Eigenwerte der neuen Matrix wären 4 minus 2 und 2. Ja, genau, 4 minus 2 und 2. Okay, wenn wir jetzt dafür die Potenzmethode machen, der hat jetzt wieder einen eindeutigen betragsmaximalen Eigenwert, das ist diese 4 hier vorne. Das heißt, wir würden erwarten eine Konvergenz gegen 4. 4 deshalb, weil wir ja einen drauf gemacht haben. Das heißt also, die Verschiebung müssen wir natürlich wieder abziehen. Das heißt, minus 1 würden wir gegen 3 konvergieren und tatsächlich, wir würden feststellen, der maximale Eigenwert dieser Matrix hier oben ist 3. Das heißt also, durch Shiften, durch Verschieben, Addieren einer Einheitsmatrix können wir tatsächlich hier Konvergenz erzwingen. Okay, die Idee ist also, statt A benutze die Matrix A plus μ mal I und ziehe anschließend μ wieder ab.
Ja, das hier verschiebt die Eigenwerte nach oben, sodass die Bedingung erfüllt ist. Dann ziehen wir μ wieder ab und alles ist gut. Dann, was könnten wir denn noch machen? Naja, manchmal wollen wir nicht den betragsgrößten Eigenwert, sondern manchmal wollen wir auch den betragskleinsten Eigenwert. Da könnte die Idee sein, naja, dann iterieren wir doch mal iterieren wir mit a auch minus 1. Was bedeutet das? Naja, a auch minus 1 hat die Kehrwerte der Eigenwerte von a als Eigenwerte. Und das bedeutet, der betragskleinste Eigenwert von a wird zum Kehrwert des betragsgrößten Eigenwerts von a auch minus 1. Ja, der Kehrwert des kleinsten Eigenwerts von a wird zum betragsgrößten Eigenwert von a auch minus 1. Machen wir das auch hier im ganz konkreten Beispiel. Wir nehmen 3, 2, 4. Die Inverse hätte die Eigenwerte 1 Drittel, 1 Halb, 1 Viertel. Und das würde natürlich konvergieren gegen den betragsmaximalen Eigenwert. Betragsmaximaler Eigenwert hier vorne wäre 1 Halb. Das heißt also, die Potenzmethode hier würde konvergieren gegen 1 Halb. Wir nehmen wieder den Kehrwert und das würde bedeuten, der betragskleinste Eigenwert dieser Originalmatrix war 2 und das ist auch tatsächlich der Fall. Ja, also auch das funktioniert gut. Jetzt könnten wir diese beiden Methoden vielleicht auch sogar noch kombinieren. Und wir könnten auf die Idee kommen, wir könnten statt A einfach mal die Matrix A minus μ mal I hoch minus 1 untersuchen. Also mit die Potenzmatrix für dieses Ding hier durchführen. Naja, was würde das bedeuten? Also erstmal verschieben wir die Eigenwerte um minus μ. Und dann nehmen wir nochmal die Inverse. Das heißt, die Eigenwerte der neuen Matrix und die Eigenwerte dieser Matrix hier vorne sind 1 durch Lambda K minus μ. Okay, was ist der betragsgrößte davon? Naja, da muss Lambda K minus μ besonders groß sein. Und das bedeutet, der Eigenwert, der am nächsten am μ liegt, der wird anschließend der betragsgrößte. Okay, das heißt, jetzt müssen wir das Ganze nur noch rückwärts machen und bekommen wieder unser Lambda K. Wie geht das genau? Wir nehmen als Beispiel 4, 1 und minus 3 und wir suchen den Eigenwert, der am nächsten an 2 liegt. Okay? Das heißt, erstmal wir ziehen 2 ab. Das heißt also, haben wir hier 4 minus 2, 1 minus 1, minus 3, minus 2. Und dann nehmen wir noch ein hoch minus 1. Das heißt, die Eigenwerte dieser neuen Matrix wären 1 durch 4 minus 2, also gerade 1 halb. Hier vorne minus 1. Und hier minus 1 Fünftel. Okay, das hier vorne ist der größte. Ja? Das ist minus 1. Das heißt also, wenn wir jetzt hier die Potenzmethode durchführen, dann konvergiert das Ganze gegen minus 1. Okay, jetzt machen wir diese Operation hier vorne wieder rückgängig. Das heißt, wir gehen erstmal wieder über zum Kehrwert und addieren dann das μ wieder drauf. Okay, das heißt also 1 durch minus 1. Plus das μ, was wir drauf gemacht haben, gibt minus 1, plus 2 gibt gerade 1. Okay, das würde bedeuten, der Eigenwert, der am nächsten am 2 liegt, ist 1. Und das ist auch tatsächlich der Fall. Okay, durch diese Methode kann man tatsächlich noch mehr Eigenwerte einer Matrix berechnen. Es ist ein bisschen mühsam, deshalb ist das nicht die Standardmethode, aber es funktioniert tatsächlich. Und der Name, der klassische Name ist tatsächlich sowas wie inverse Iteration nach Wieland. Inverse Iteration, klar, weil ich die Inverse nutze. Und Wieland war der Herr, der sich das Ding ausgedacht hat. Und das war tatsächlich für einige Zeit wirklich die Standardmethode, um viele Eigenwerte einer Matrix auszurechnen.